Ein herzliches Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Da sind wir nun auf unserer Reise weiter quer durch Ägypten. Wo es nun für uns wohin geht? Das ist eine Nebenquest, das ist die Alexandria, genau. Und wir wollen jetzt mit, wir sind Bajek, reisen nach Alexandria, um unsere Frau zu finden. Und ich glaube, den zweiten von diesen maskierten Dudes platt zu machen. Dafür wird Stufe 10 empfohlen. Stufe 10 haben wir noch lange nicht, aber trotzdem können wir uns das als Markierung hier setzen und uns auf den Weg dahin machen. Denn wir werden damit sicher jetzt sehr viele Nebenquests noch finden. Layla, was ist Layla? Du verlässt die aktuelle... Nein. Achso, nein. Nee. Was wir auch noch brauchen, ist vor allem Holz und so und Leder, weil wir können hier ja auch unsere Armschienen noch aufwerten. Handschuh. Also wir haben hier noch ein bisschen was zum Aufwerten. Brustschutz können wir auch noch weiter aufwerten. Wir sollten uns definitiv ein bisschen upgraden, damit wir in den Kämpfen, die noch kommen werden, eine gute Chance haben, ne? Einen Moment! So, ihr seid Stufe 6. Hey, halt! Stirbt endlich! In der Theorie seid ihr genau mein Level. Dafür lass ich dich leiden! Oh shit. Alter, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Jetzt brech durch sein Kackschild durch. Jesus. Boah, Gott, sind hier viele. Oh Gott, das war keine gute Idee. Ich muss regenerieren. Och, Mann. Bro, willst du mich verarschen? Jetzt mach ihn platt. Schnell. Wieso hat er? Ich habe meinen Special Move gemacht und er hat mich trotzdem besiegt. Willst du mich verarschen? Das kann nicht wahr sein. Egal. Das versuchen wir gleich nochmal. Also die kommen mir jetzt nicht ungeschoren davon. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Von Vorteil wäre es natürlich, wenn ich die irgendwie stealth killen kann. Das versuche ich jetzt. So, das macht mir ja nicht so viel Stress. Ja, der Dude chillt halt da, ne? Da komme ich halt im Stealth-Modus nicht vorbei. Das ist halt das Problem. Also ab hier müssen wir kämpfen. Glaube ich, oder? Ne, wir kommen hier noch ins Gras. Aber das hält nicht lange. Und der ist auch wirklich genau... Der guckt da... Hey! Was machst du da? Komm mal her. Ich kann ihn bestimmt nicht one-hitten, denke ich mal, aber... Ich kann ihm ordentlich Damage machen. Doch, ich kann ihn tatsächlich komplett Stealth killen. Alter, Stealth ist halt wirklich OP. Ich muss aufpassen, dass ich wirklich so viel wie möglich Stealth mache. Hier kann ich aber nur einen von beiden Stealth killen, ne? Moment. Ich töte dich. Aber jetzt ist er... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hau da. Oh Gott. Shit, what the fuck? Was ist hier passiert? That escalated quickly. Oh. Warte mal. Es gibt keinen Entkommen. Oh, da wissen wir. Der hat auch einen Schnellschussbogen. Wer ist das? Woher kommt ihr alle? Alter. Bruder, ich komme nicht hinterher. Die sind zu schnell. Wieso ist er so viel schneller als ich? Was ist das für ein Clown-Fiesta? Alter! Das ist ein Witz! Verdammt nochmal, jetzt geh down! Okay. Wieder mal ein bisschen EP und Loot gesammelt. Das hat doch bestimmt auch was. Ach so. Oh. Wo zum Geier geht's denn hier rein? Wir haben einen besseren Schild auch gefunden, vor allem.
denn hier jetzt los? Ist eine kleine Höhle. Huch, nee. Der Adler ist auf dem gleichen Knopf wie dieses Untersuchen hier, ob hier noch Loot in der Nähe ist, deswegen wundert euch nicht. Mobare, ich schicke dir ein Paket. Es enthält Dutzende von Totenbüchern, die wir gestohlen haben. Du musst ihre Besitzer ausfindig machen und einen hohen Preis verlangen, um sie zurückzugeben. Aber sei diskret, wir wollen nicht, dass die Templerpriester davon erfahren. Okidoki, einen besseren Bogen haben wir auch, ne? Wobei, also den Schnellschussbogen, 105 Schaden pro Sekunde. 100, ja, der ist besser. Also die Gegenstände, die eine höhere Stufe haben, müssen nicht immer wirklich stärker sein. Man muss immer so ein bisschen auf die Stats gucken. Okay, okay. Keine Ahnung, wer die Reiter da hinten sind. Wer seid ihr? Seid ihr feindselig? Was ist denn hier los? Sind das Schafshirten? Ja, okay, macht euer Ding. Ich reite mal weiter, ne? Welcher von denen ist meiner hier? Oder habe ich hier gar keinen? Ha, Finn! Es geht für uns nach Alexandria. Ich betrete die Stadt jetzt einfach mal so mit Level 6,5. Ich möchte aber dann, bevor wir die Hauptquest weitermachen, werde ich nach Nebenquests Heimat schauen. Meines alten Freundes Minet. Er wird im Tempel sein. Da ist er immer. Wie gesagt, wir müssen uns ja nicht hundertprozentig auch an diese ganzen Level-Voraussetzungen unbedingt halten, aber es ist halt empfohlen. Und die Empfehlungen sind nicht ganz umsonst, denn ihr seht ja schon, dass das Game doch... Die Gegner sind stark. Oder aber ich kämpfe schlecht. Vielleicht aber auch beides. Mein Mann wird sterben, wenn du dich weigerst nach ihm. Magi, hilf mir. Ich bezahle dich auch. Worum geht's? Letzte Nacht fuhr mein geliebter Mann Claudios mit einem Boot zu den Ruinen am anderen Seeufer. Er kam nicht zurück. Diese Rüpel belächeln den Schmerz einer Frau. Ich flehe dich an. Ich werde ihn suchen. Aber beeil dich. Ich warte hier auf dich. Du bist nicht in der Lage, Forderungen zu stellen. Ich mach das so schnell, wie ich will, okay? Ach du Scheiße. Oh Gott. Wie komme ich denn da ans andere Ende? Schnell ans andere Ende, meine ich. Kann ich hier in so ein Boot steigen? Das sieht ja eigentlich schon aus, als würde das gehen, ne? Tatsächlich. Ich hoffe, das stört euch hier nicht, ne? Die Ruinen am Mariotsee. Okay, diese Quest können wir auf jeden Fall schon machen von der Levelanforderung her. Und das sollten wir auch tun. Wieso war der bis eben noch verfügbar und jetzt nicht mehr? Sind das gegnerische Feinde, also sind das Feinde hier gerade? Na, da sitzt er doch. Da sitzt er doch, Claudios. Kein Blut mehr von mir. Das wird Claudios sein. Oh Gott, Krokodile sind unsere Gegner hier. Habt ihr etwa... Krokodile können hier sprechen? Was es nicht alles gibt in Afrika. Alter! Warum seid ihr so wütend? Bro, what the fuck? Alter, was soll ich denn machen gegen die... Ich habe keine Pfeile mehr. Wie soll ich die Krokodile killen? Ich muss dafür an Land irgendwie. Aber hier ist kein Land. Warte mal. Wir können doch Pfeile herstellen, oder? Geht das nicht? Nicht wirklich, ne.
Shit. Was mache ich jetzt? Ich kann die halt nicht bekämpfen, ne? Hallo? Greif an. Greif an, töte ihn, töte ihn. Ja, im Wasser. Ja, okay, es ist auch keine Überraschung, dass ich im Wasser keine Chance habe. Aber was soll ich denn, wie soll ich die denn dann angreifen, wenn ich keine Pfeile mehr habe? Hä? Also was genau ist denn die Alternative? Oh Gott, danke, Alter, du hast mich ein bisschen gerettet gerade. Aber... Oh, oh shit! Fahr, Alter, fahr einfach irgendwo hin. Nein, nicht so, nicht diesen. Weg. Ich bin, um ehrlich zu sein, lost gerade. Ich weiß nicht, wie ich die Krokodile töten soll. Ich muss irgendwie absteigen. Ich brauche flaches Gewässer, wo ich stehen kann, um gegen sie zu kämpfen. Weil ich habe ja keine Pfeile jetzt. Krokodile sind tot. Hä? Nun sollte ich mit Claudius reden und herausfinden, warum er hier ist. Hä? Durch was sind die Krokodile jetzt gestorben? Hey, sie sind doch gar nicht tot, die sind doch da noch. Aber ich hinterfrag's nicht. Warum hast du sie getötet? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Was? Claudius, du bist betrunken. Ja, das bin ich. Und nein, bin ich nicht. Ich hatte nur 2 bis 10 Bier. Ja, gut. Ich bringe dich zu deiner Frau. Ich hab eine Frau? Oh. Da wird so glücklich sein. What the fuck? Wie viel muss man denn trinken, dass man das nicht checkt? Ja, wir sind hier, wir werden hier aber immer noch, ne? Ja, du solltest aufspringen, Bro. Spring auf! Spring auf, du verdammter Vollidiot! Spring auf! Ja. Was soll ich denn machen? Ich kann ihn nicht dahin bringen, wenn er nicht kommt. Will er doch vielleicht lieber bei den Krokodilen bleiben, oder was? Näher kann ich jetzt nicht mehr ranfahren. Mach doch mal was. Komm doch mal jetzt rauf hier. Komm rauf. Na, endlich. Also, die Krokodile sind eigentlich nicht tot, aber es hat wohl scheinbar... Oh Gott. Oh shit, oh shit, oh shit. Es hat wohl scheinbar gereicht, sie aus dem Questgebiet irgendwie rauszulocken. Dass sie nicht mehr als Gegner zählten für die Quest. Das ist auch gut, denn ohne Pfeile ist gegen die Krokodile kein Ankommen. Was wolltest du eigentlich hier draußen, Claudius? Ich wollte nur... ich kann mich an nichts erinnern. Ich kam aus Alexandria wegen der Festlichkeiten. Und irgendeine Person... Irgendwer gab mir immer zu trinken. Ständig. Umsonst. Wie konnte ich da wieder stehen? Worüber redeten wir noch gleich? Warum du hier bist. Oh, stimmt. Dann wachte ich hier auf, umgeben von all diesen Krokodilen. Sag mal, können die wirklich sprechen? Ägypten ist ein Land voller Magie und uralter Rätsel. Fantastisch. Jetzt komm hierher. Freunde in der Stadt werden mir das niemals glauben. Sagtest du nicht irgendwas von einer Frau? Alter, ja. Deiner. Beweg deinen Arsch jetzt zu ihr. Das verstehe ich nicht. Wie verheiratet... Ich bin auch Jungfrau. Zumindest glaube ich das. Na, ich will wirklich nichts mehr davon hören. Klärt das untereinander. Aber... Okay, ich laufe jetzt einfach zu seiner Frau und hoffe, dass das irgendwie zählt. Okay. Na bitte, pass. Sei still. Da bist du ja, mein Liebster. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Oh, bei Dionysos. Ich erinnere mich. Ich bin wegen ihr zu der Insel gefahren. Sie gab mir zu trinken, heiratete mich und sagte mir, ich schulde ihr die Jungfrauensteuer. Von wegen! Du kannst gehen. Das geht nur uns beide etwas an. Nein, nein, nein! Nein, geht nicht! Die töten mich! Bitte, hilf mir! Ich bin doch schon bei... Ja, meine Brüder. Danke. Du hast meine Vielen Brüder Dank. Erschlagen. Du hast mich gerettet. Dabei solltest du mir helfen, und mein nicht Geld. Ihm. In Zukunft
Sei vorsichtig, wenn du mit Fremden trinkst. Jesus Christ, er hatte wirklich keine Frau. Die hat ihn verarschen wollen. Lol. Das war mal wieder eine sehr interessante Begegnung. Nun gut, hier haben wir gleich den nächsten Kandidaten. Niemand kann mir helfen. Hast du auf deinen Reisen mein Totenbuch gesehen, Magi? Ich habe es mir in Memphis gekauft. Nein. Wie hast du es verloren? Banditen. Sie kamen aus den Dünen in der Nähe. Als ihr Anführer sah, wie wichtig es mir ist, hat er es mir entrissen. Ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich kann helfen. Ich fürchte sie nicht. Ich habe für jemanden wie dich gebetet. Das Buch wird mich mit der Seele meiner Frau vereinen. Da bist du ja, Vater. Wir gehen nach Hause. Aber der Magi wird mir helfen. Ach ja? Du willst dein Buch finden? Falls du das wieder erwarten tust. Danke. Hast du gehört, wo die Banditen hin wollten? Der Anführer sagte, sie treffen sich bei der Nekropole, glaube ich. Na gut, also Level 8... Oh, sorry. Also Level 8 ist auch noch über uns. Also wenn das weiß ist, die Schrift, dann ist es noch ein Level, was man tolerieren kann. Wenn es rot ist, dann sollte man es eher nicht machen. Also hier rechnet er so plus minus 2 Level scheinbar. Deswegen ist das noch... Level 8 ist noch okay. Obwohl es schon schwer wird auf jeden Fall. Was dann halt nicht geht, ist Level 10. Ich meine, wir können sie trotzdem annehmen, aber dann ist es halt wirklich extrem krass. Alter, kann das Viech mal ein bisschen schneller laufen? Da bin ich ja fast zu Fuß schneller. Ein Totenbuch, ja, das hört sich ja sehr einladend an. Und vor allem wieder Banditen, die es bewachen. Kann ich irgendwie ranzoomen? Nee. Aber da sehe ich auch noch keine Gegner. Die sind innen drin in der Höhle. Das heißt, Stealth wird wahrscheinlich ganz schwer. Hä? Das ist LOL! Das ist... wird schwer bewacht. Das ist buchstäblich der Ort, den wir hier gerade geplündert haben. Das ist einfach der Ort, wo wir schon waren. Okay, dann konnte man das Totenbuch aber nicht mitnehmen ohne die Quest vorher. Also entweder das oder ich bin total blind. Habe ich das nicht gesehen, das Buch, oder... konnte man das einfach nur nicht mitnehmen. Da ist ja das Totenbuch. Oh man. Das ist ja wirklich witzig. Ich hatte gedacht, das könnte eventuell ja sogar das gleiche, also es könnte ja eventuell der Ort sein, weil es so von dem Abstand her gepasst hat, aber dass das wirklich ist, hätte ich echt nicht gedacht. Gut, dann haben wir uns in dem Fall ja da schon einen kleinen Gefallen getan und das Ganze ein bisschen beschleunigt. Jetzt gib dem alten Mann sein Buch zurück. Und ja, wenn wir hier einen Händler finden, wie der Tipp gerade im Ladebildschirm schon gesagt hat, dann sollten wir wahrscheinlich wirklich mal unseren ganzen Kram, den wir nicht brauchen, verkaufen und mal gucken, ob der bessere Sachen hat. Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Was? Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Ich war doch nur 5 Minuten weg. Ich habe große Angst, dass sein Kar den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Ich war 5 Minuten weg und er ist an Altersschwäche gestorben. Willst du mich verarschen? Was soll das denn? Warum soll ich ihm jetzt noch das Buch bringen? Er ist doch tot, oder nicht? Was bringt ihm das Buch jetzt noch? Ich meine, klar, es heißt Totenbuch. Vielleicht stehen da die Geheimnisse fürs unendliche Leben drin. Los! Was ist das für ein Problem? Ja, die Wachen hier... Oh, die Wachen hier wirken schon wieder sehr... sehr freundlich. Da
Darf ich hier rein? Oder ist das ein... Nee, das Gebiet ist sicher. Ich meine, selbst wenn ich nicht dürfte, würde ich mir Zutritt natürlich verschaffen. So wie wir es immer tun. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Ja, stimmt, das Buch war ja sowieso, damit er seine Seele sich mit der seiner Frau da irgendwie wieder trifft. Gut, also wenn wir die Level 8 Quest mit den Banditen haben wir zwar einmal verkackt, weil ich mich dumm angestellt habe, aber danach haben wir sie ja geschafft. Dann denke ich mal, können wir jetzt in der Hauptquest weitermachen. Ich nehme die jetzt dann einfach mal an mit Level 7. Wird dann schon irgendwie passen. Ja. Ich glaube, wir machen den Waffenträger hier. Und wir haben nämlich hier so eine richtig schöne, schwere Klingenwaffe auf Level 7. Na, wir haben hier auch eine, wir haben auch noch eine schwere Keule. Wir haben ein Zepter, handlicher Speer, Stufe 4, Stufe... Also die Kriegsachse ist vom Ding her, vom Level her am höchsten. 80 pro Sekunde, 80, 45, 60, also die, ja, die ist am besten, genau. Aber hier, nee, warte mal, wir wollen das Ding weiterhin hier haben und hier wollen wir die Kriegsaxt haben. Dann kämpfe ich mal mit der Kriegsaxt. Ist halt eine schwere Waffe, mit der wir länger brauchen zum Schlagen, aber macht halt auch mehr Damage. Müssen wir uns einfach so ein bisschen ausprobieren, was so am besten passt. Ach du Scheiße, ist das noch. Oh Gott! Oh hell no, wir sind ja überhaupt noch, wir sind ja noch gar nicht in Alexandria angekommen, wir sind ja noch ewig weit weg. Das ist ja nur Yamu hier, das heißt weiter nach Alexandria mit uns. Wenn wir unterwegs irgendwelche Banditen finden oder sowas, dann nehmen wir den natürlich gleich noch mit. Vielleicht steigen wir noch bis Level 8 auf, bis wir tatsächlich da sind. Auf der anderen Seite, man sieht es ja auch von hier aus schon, ne? Man sieht ja die riesige Stadt da hinten. Es wird also so weit nicht mehr weg sein. Das hier scheint so mehr oder minder die offizielle Straße dahin zu sein. Dann nehme ich die auch einfach mal. Geiernest. Ja, ich kann hier aber nichts irgendwie mitnehmen, oder? Also hier sein bringt mir nichts. Vielleicht für irgendeine Quest, wo man Geiern töten muss oder so. Ach doch, hier. Hä? Wir haben eine Halskette gefunden. Ach so, das ist Plunder, den wir verschabern können. Okay, alles klar. Nur für Geld. Platz da! Schnell! Flusspferdversteck. Also der schnellste Weg wäre vielleicht sogar gewesen, mit dem Boot einfach durchzufahren, aber ich reite hier lieber außen rum. Kann ich hier einfach durch? Oder? Nee. Nicht einfach so. Da hat Kamel keinen Bock drauf. Mögen die Götter mir helfen. Ich komme zu dir, Arya. Da sind wir angekommen in Alexandria. Ach so, dieser Effekt kommt dann auch einfach immer, wenn wir uns irgendwie verstecken oder so. Die Animation, mit der man mehr EP bekommt, die ist immer wirklich cool. Die gefällt mir ganz gut. In allen Assassin's Creed Spielen, die ich bisher so gespielt habe.
Erstaunlich wenig Wachen hier. Alter, ist ja... Oh mein Gott, ist das riesig hier. Ach du Scheiße. Serapis. Die Schlange bekommt eine Antwort. Yo, was ist das denn für ein Turm, Alter? Wie komme ich da jetzt am besten rein, oder? Weil die Türen funktionieren scheinbar nicht so gut. Ach hier, okay. Zu viel. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Über die Musen. Diese Bibliothek ist der Beschwörung der neuen Töchter des Zeus gewidmet. Diese auch von Osiris geschätzten Musen sind bekannt als Calliope, Clio... Eutrepe, Erato, Melpomene, Polyhymnia, Terpsichore, Thalia und Urania. Sie sind die Göttinnen der Kunst, der Schlüssel zum guten Leben und die Namen der Bücher von Herodots Historien. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah. Du bist Baik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Hab ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Ein Spiel, wo man mal tatsächlich bei solchen Gesprächen genauso schnell läuft wie der NPC. Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. Aber wie komme ich da rein? Will mir das mal irgendjemand erklären? Muss ich da hoch? Ach so. Ja klar, sure, why not? Nee, warte mal. Holy shit. Diesen Weg ist sie auch gegangen, ja?
Ah, ja, ist Notizen. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Chemo. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarbt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren. Ich habe auch getötet. Arcteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Arcteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier. Um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Holy. Raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. Na, aber sowas von. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Für diese ganzen Quests soll man eigentlich erst Level 12 sein. Soll ich die trotzdem versuchen? Der Weg führt zum Hafen. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Jetzt können wir heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Jetzt können wir die Notizen von hier auch nochmal lesen. Vanos hat recht, ich sollte mich mit Apollodorus treffen. Er glaubt, dass Arcteon involviert ist. Und auch meins, mein Liebster. Ich muss mich in sein Quartier schleichen. Die Maske, er ist einer von ihnen. Sein Blut für meinen Chemu. Jetzt sollte ich mich verstecken. Apollodorus könnte ihm helfen. Er hat mir Zugang zum Versteck gewährt. Ich kann ihm trauen. Nun gut, Leute. Dann machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter, ne? Neuer, fresher Look. Ich meine, was wir noch machen können, ist hier den neuen Bogen anlegen. Wenn er denn besser ist. Ist er besser? 110. Ja, ein ganz kleines bisschen, ne? Ein ganz kleines bisschen besser. Aber vielleicht würde ich bei der Schussfrequenz dann doch lieber noch bei dem bleiben. Kombo-Multiplikator, Schnellfeuer, Schnellfeuer. Bleiben wir vielleicht erstmal bei dem. Wir sollten auch einen Händler aufsuchen, ein bisschen Sachen verkaufen und gucken, ob die vielleicht noch krassere Sachen haben. Und dann, ja, können wir uns ja mal an den Quests versuchen, obwohl die empfohlene Stufe 12 ist. Vielleicht machen wir auch erst noch ein paar Nebenquests.
Das alles im nächsten Part. Also haut rein, bis dahin und ciao.